Hallo Freunde, willkommen zurück zum Ninja Gaiden 2. Ich befinde mich immer noch auf 7-2. Und heute werde ich es schaffen. Oh mein Gott, ich habe ausgesprochen, jetzt muss ich es schaffen. Und ich wurde direkt von Tod getroffen. Das fängt ja schon mal richtig gut an, ich finde. Und das Level ist einfach nur unglaublich unfair. Das Level ist so unfair, dass es... Das kann man gar nicht beschreiben, wie unfair es ist. Es ist einfach unbeschreiblich unfair. Ich hasse das Level über alles. Es ist schlimmer als Level 6-3 aus Ninja Gaiden 1, ohne Scheiß. Und ich frage mich wirklich, warum zur Hölle ist das Spiel noch fast doppelt so hart wie Ninja Gaiden 1? Ohne Scheiß. Haben die Entwickler nicht aus ihrer Lektion gelernt? Anscheinend nicht. Sonst würde das hier nicht passieren. Und ich habe am Anfang, also in Folge 1, habe ich noch gesagt, ja, Ninja Gaiden 2 soll leichter sein. Wenn ich mir heute die Folge 1 angucke, dann kann ich nur über mich selber lachen, weil ich so dumm war zu glauben, dass Ninja Gaiden 2 wirklich leichter ist als Ninja Gaiden 1. Aber ganz ehrlich, seit wann? Vergesst es. Ich bin einfach nur... Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Wenn ich hier fertig bin, ich freue mich so sehr. Dann bin ich endlich beim Endboss. Hoffe ich zumindest. Wenn dann der Endboss kommt, dann bin ich froh. Dann bin ich wirklich froh. Aber die schlimmste Stelle ist immer noch die hier. Weil jetzt kommen drei Vögel. Das sind einfach zu viele. Das sind einfach zu viele und von oben, von links, von rechts, von... Ich werde einfach von überall angegriffen. Und man hat... Ich habe überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen, weil es einfach zu viele Gegner ist. Seht ihr, Leute, ich kann ihn nicht mal umbringen. Ich habe ihn jetzt eben dreimal getroffen, aber trotzdem ist er nicht gestorben. Ich verstehe das einfach nicht. Das Level ist einfach nur unfair. Unbeschreiblich unfair. Es ist einfach nur krass. Wie kann man echt so ein Masochist sein und so ein Level entwerfen, ey? Ich ganz ehrlich. Jetzt bin ich eigentlich sogar noch böser auf die Entwickler. Eigentlich habe ich fast schon Mitleid, weil die müssen echt Schlimmes in ihrer Kindheit erlebt haben, dass sie so ein Level entwickeln. Da bekommt man echt Mitleid mit den Entwicklern. Was für ein Scheißleben muss man gehabt haben, um so ein Level zu entwerfen? Ohne Scheiß. Jetzt bin ich wieder tot. Und Game Over. Und ich darf alles nochmal machen. Ist das nicht toll? Das ist toll, nicht wahr? Nach dem Level werde ich selbst jetzt setzen, ist mir scheißegal. Es sei denn, ich bin bei Level 7-3. Weil da bringt mir das Safe State auch nichts. Safe State. Und ich versuche einfach ruhig zu bleiben, weil ich muss das jetzt unbedingt schaffen, ey. Ich muss das hier schaffen, sonst habe ich ein Problem. Leute, ey, das ist so krass. Wie viele Gegner auf einmal kann man eigentlich sparen? Die sind echt ans Limit gegangen. So viele Gegner auf einmal. Ich meine, da links war ein Drache, aber nicht nur ein Drache, sondern auch ein Jellybean. Hat ein Drache ihn nicht gereicht? Die reicht gar nichts. Ganz ehrlich, wie unfair kann man eigentlich ein Spiel entwerfen? Es ist so unglaublich krass. Es ist ein schönes Spiel, aber ganz ehrlich, das ist einfach nur zu schwer. Es ist übertrieben schwer. Haben die wirklich übertrieben? Ich habe echt keine Ahnung, was sie in der Kindheit erlebt haben, aber es kann nichts Schönes gewesen sein. Nichts Schönes, da bin ich mir ganz sicher. So viele Vögel auf einmal. Ganz ehrlich, was haben die eigentlich für ein Problem mit Vögeln? Was ist denen eigentlich passiert, dass sie solchen Hass gegenüber Vögeln haben? Wurde ich nicht so oft auf den Kopf geschissen? Ja, keine Ahnung. Ich bin gerade vor, die sitzen da. Also, welche Gegner könnten wir einbauen? Welche Tiere hast du denn am meisten? Vögel. Warum? Sie scheißen mir dauernd auf den Kopf. Ich komme nicht mal weiter, Leute. Ich komm hier nicht weiter. Ich komme einfach nicht weiter. Was zur Hölle? Und der Gegner, der von oben kommt. Das kommt alles von links, von rechts, von oben. What the fuck? Wie kann man das bitte schön noch ausweichen? Man kann hier gar nicht mehr ausweichen. Es ist einfach nur zu schwer, Leute. Es ist zu schwer. Es geht einfach nicht. Ich schaff das nicht. Ohne Safe States. Ich werde das auf jeden Fall weiter probieren, aber ohne Safe States. Ich habe das Gefühl, wenn ich... Ganz ehrlich, wenn ich das heute nicht schaffe, in der Folge, wenn ich in diesem Level Safe States benutzen würde, ich habe echt keinen Bock mehr. Es sind so viele Vögel, es sind so viele Gegner auf einmal und hier kann ich echt nichts machen. Ich bin hier echt quasi verloren. Aber ich habe keine Items. Ich habe überhaupt keine Items. Ich habe gar nichts. Und er ist runtergefallen. Jetzt habe ich wirklich Glück gehabt, dass er runtergefallen ist. Jetzt wäre ich gearscht und ich bin oben. Oh mein Gott, dass ich das noch erleben darf. So, ich greife mir hier Feuerkugeln an. Die sind hier auch Wayne. Ich bin so aufgeregt, ich kann nicht mehr richtig reden. So, und der auch noch. Oh mein Gott. So, einfach weiter. Da ist schon das Ziel. Das ist das Ziel, das ist das Ziel. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich kann's nicht glauben. Was ist das für ein Ort? Irene! Ich hab's geschafft. Ryo, pass auf! Er ist es! Er ist es! Oder wen meinst du? Wer?
ist eine lange Zeit her, Ryo Hayabusa. Was? Wer ist da? Wer wohl? Oh, ein alter Bekannter. Du! Ja, er. Der Jacquio! Du bist am Leben? Nein, er tut nur so. Einer kann niemals die Kraft des Bösen zerstören. Nachdem wir kämpften, wurde meine Seele befreit. Ich wurde wiedergeboren. Und ich habe die dunkle Kraft des Bösen in mir. Oh mein Gott, ich habe solche Angst vor dir. Punkt, 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 Punkt. Aber wie wir wissen, ist das Böse immer schwächer als das Gute. Ach so. Die Seele, die wir zuvor besiegt haben, war nichts. Warum bin ich jetzt eigentlich still? Sorry, ich lese mir gerade. Ich bin gerade ein bisschen fasziniert von der Story. Ich bin fasziniert von so einer Story? What the fuck? Wie kann ich fasziniert von so einer Story sein? Oh mein Gott. Was wirst du mit Irene anstellen? Ihre Lebensquelle? Ich werde ihre Lebensquelle benutzen, um die Dämonen zu beschwören. Und du wirst sie wecken. Oh mein Gott, so eine tiefgründige Story. Und sie werden zurück zur Erde kommen. Du solltest stolz sein. Ihr beide seid der Grund für eine neue Ära. Die Ära der unendlichen Finsternis. Und du bist der wahre Boss, oh mein Gott. Bist du fertig? Ich habe genug von deinem Gelaber. Genau, das dachte ich auch eben. Und ich habe genug von dir! Dann kämpfe, Ninja-Drache! Der letzte deines Clans. Nun, wir entscheiden, ob Licht oder Dunkelheit verliert, gewinnt, whatever. Und wer der wahre Meister ist. Gut, Leute, ich werde hier stoppen, ich werde einen Save-State setzen. Endlich kann ich Save-Staten! Woohoo! Oh yeah! Quick-Save! 1! So. Jacquio ist zurück und, oh mein Gott, du machst... What the fuck? Okay! Du bist böse! Und ich habe keine Ahnung, wie ich kämpfen soll. So, wo fange ich denn wieder an, wenn ich Game Over bin? Bei 7-2, ja, es geht ja noch. So. Okay, wie soll ich mich bekämpfen? Ich habe schon eine Idee. Ich habe eine Idee, aber die Feuerkugeln, die zerstören meinen Plan. Oh mein Gott. Er ist zu schnell. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn besiegen soll. Er hat eine bestimmte Route, ist mir aufgefallen. Oder ist er nicht bestimmt? Hey, ich habe dir noch keinen Schaden gemacht? What the fuck? Warte mal kurz. Ich habe dich schon ziemlich oft getroffen. Jetzt habe ich dich getroffen, okay. So, noch ein Versuch. Zahltreffer Nummer 1. Hey, warum habe ich dich nicht getroffen? Hallo? Wenn ich blinke, dann... Ja, stimmt ja. Wenn ich blinke, dann kann ich ja niemanden umbringen. Das ist ja so komisch bei Ninja Gaiden 2. Tolles Feature. Jetzt habe ich hier 2 Schaden gemacht. Oh mein Gott. 3 Schaden. Oh mein Gott. Ja, so good. Not. Ich muss hier schon Safe State. Holy shit. So, Leute, und ihr braucht mir keine Links zu schicken. Von wegen, ja, guck mal hier. Der hat das geschafft. Der ist viel besser als du. Das ist mir völlig egal. Ich mache das hier nur just for fun. Just for fun, deswegen gerät mich so auf. Aber keine Ahnung, irgendwas zwingt mich dazu, dieses Spiel durchzuspielen. Und es ist mir wirklich egal, dass es Leute gibt, die ihn locker besiegt haben. Es ist mir egal, wirklich. Ihr braucht wirklich keine Links zu posten. So, diesmal werde ich dich besiegen, Nord, weil du einfach zu hart bist. Ey, du machst einfach... Ich werde nicht mehr geheilt, ist mir aufgefallen. What the fuck, ich wurde nicht geheilt? So, ich habe einen Schaden gemacht. Speichern. Ganz ehrlich, Leute, ich glaube nicht, dass ich ihn anders besiegen kann, weil es ist einfach...
Er ist einfach unglaublich. Ich weiß, dass es einige Leute gibt, die einen Lockup-Sieg haben, aber ihr müsst mir wirklich keine Links posten. Das ist mir wirklich sowas von Wayne, dass es andere Leute gibt, die es besser können als ich. Das weiß ich. Und ja, unterlasst es bitte. So, ich habe mich getroffen und ich muss wirklich, weil ich bald tot bin und weil ich das einfach nur unglaublich unfair finde, dass ich nicht geheilt werde, nach jedem Hit Save State. Und ich krieg ihn nicht mal, weil er sich einfach nur so scheiß bewegt. Und er verfolgt mich die ganze Zeit. Oh, was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich hab dich eben getroffen. Was zur Hölle? Oh, du bist so ein gemeiner Gegner. Wie gemein du einfach bist. Das gibt's doch nicht. Es geht einfach nicht. Es geht nicht, Leute. Er ist einfach zu stark. Und er verfolgt mich ohne Ende. Genau wie seine Feuerwehr ist. Wie zur Hölle soll ich sowas wie ihn besiegen? Er ist einfach noch tausendmal gemeiner als letztes Mal. Als hätte es nicht gereicht beim letzten Mal. What the fuck? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe diesen Boss nicht. Ich habe ihnen 2 Schaden gemacht, das ist mir aufgefallen. Okay. 2 Schaden, das ist schon eine ziemliche Meisterleistung, wenn man das Spiel blind spielt. Okay. So. Was zur Hölle? Ey, das kann nicht wahr sein. Er ist einfach viel zu hart. Und ich treffe ihn einfach nicht. Seht euch das an. Ich habe ihn getroffen. Toll, dafür habe ich mich geopfert. Super. Aber wie soll ich ihn treffen, ohne mich zu opfern? Ich habe ihm 2 Schaden gemacht. Speichern. Stopp. So. So, mehr konnte ich jetzt auch nicht abfeuern eigentlich. What the fuck? So, hier würde ich speichern. Nee, das ist auch ein schlechter Ort. Was soll der? Ich finde einfach keine normalen... Er ist so stark, dass ich nicht mal die Gelegenheit habe zu speichern. What the fuck? Ach du Scheiße, du bist so ein ekelhafter Gegner. Ich glaub's einfach nicht, wie hart du einfach bist. Das ist unmenschlich! Das kann doch nicht wahr sein! Wie soll ich ihn besiegen? Es geht einfach nicht! Es geht nicht, oder? Es geht nicht. Ich werde wohl nachgucken müssen oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn besiegen soll. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Vielleicht muss ich offscreen trainieren. Ansonsten werde ich ihn so nicht besiegen. Zum ersten Mal. Ich brauche mindestens 50 Versuche, um ihn ansatzweise Schaden zu machen. Es geht einfach. Es geht nicht. Ohne Scheiß. Wie soll ich das anstellen? So. Ich habe jetzt... Wenn ich so mache, dann treffe ich mich selber. Ohne mich selber zu treffen, muss ich irgendwie versuchen, ihm Schaden zu machen. Aber es geht einfach nicht. Er ist einfach viel zu hart. What the fuck? Wie? Wie ist die verdammte Frage? Oh, er regt mich so auf, Leute. Er regt mich so verdammt nochmal auf. Und jetzt hätte ich ihn eigentlich getroffen, aber nein! Denn er lässt sich nicht treffen. Er lässt sich nur dann treffen, wenn er Lust hat. Und anscheinend hat er keine Lust, sich treffen zu lassen. Fresse. Warum habe ich dich jetzt nicht getroffen? Ich habe dich sowas von getroffen. Und er verfolgt mich, ey. Das ist... Stopp. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay, Leute, ich werde erstmal Schluss machen. Boah, er ist einfach unglaublich hart. Ich werde wahrscheinlich offscreen ein bisschen üben müssen. Bis zum nächsten Mal bei Ninja Gaiden 2. Da machen wir Jacquio, den letzten Boss. Ciao.